ich auf dem Weg nach Münster bin. Mein Freund ist so lieb und fährt mich. Und ja, was mache ich in Münster? Ich will zum Bahnhof, weil ich nach Nürnberg fahre, wieder zu Jacqueline. Da wart ihr schon mal mit. Und morgen früh, also 3 Uhr nachts oder so, geht's dann los nach München. Und von da aus fliegen wir dann nach London. Und da nehme ich euch natürlich mit. Wir haben richtig geil vor, viel zu drehen und auch coole Instagram-Fotos zu machen. Jacqueline möchte das Video nachher gerne schneiden. Also wenn dieses Video gut geschnitten ist, dann gibt es einen Daumen nach oben. Ich bin nicht so der Fan nachher immer davon, Videos zu schneiden. Also es macht mir halt nicht so viel Spaß. Ich bin lieber die Person, die gerne dreht und vor der Kamera ist dann so. Und ja, schneiden ist nicht so mein Ding. Und sie hatte sich dafür angeboten und ich habe gesagt, klar, kann sie gerne mal austesten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es geworden ist. Ja. Gut, ich melde mich später nochmal. Habe ja danach eine lange Zugfahrt vor mir, 6 Stunden. Bin dann so gegen 11 Uhr abends bei Jacqueline und dann hat sie gesagt, gibt es für mich noch eine kleine Gemüselasagne. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ach ja, falls ihr schon was seht, das Bild müsste eigentlich um einiges besser sein. Denn ich habe eine neue Kamera gekauft. Extra für die London-Reise im Grunde. Ich habe mein letztes Video, als ich das geschnitten habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, die Qualität ist irgendwie nicht mehr so gut. Ich hatte sie besser in Erinnerung. Und dann dachte ich, kaufe mir einfach eine neue Kamera, weil ich die London-Reise einfach schön festhalten möchte. Und ja, bis später. Neben der Spur, weil ich zwei Stunden seit Freitag, wo ich um 6.30 Uhr aufgewacht bin. Dementsprechend, wenn ich Scheiße labere oder so, tue ich auch sonst, wisst ihr ja. Aber heute entschuldigt das bitte. Ja, wir sind in London. Was haben wir heute gemacht? Was haben wir heute gemacht? Wir sind um 4.15 Uhr aufgestanden, mit dem Wagen, mit dem Mietwagen nach München. Da noch ein bisschen Probleme gehabt, aber so in der Reise hat bis jetzt ja noch nichts wirklich reibungslos verlaufen. Ja, ja, dann kann man so sagen. Flugverspätung. Gestern übrigens bin ich am Zug gefahren, ich bin 9 Stunden Zug gefahren, weil unsere Lok kaputt war oder 10. So. Ich weiß es nicht. Ja, 9 bis 10 Stunden. 10 fast. Dann fuhr auch nichts mehr. Und dann 2 Stunden geschlafen und dann ging es weiter. Also Bombe. Flugzeug konnte ich natürlich auch nicht schlafen. Ja. Naja, egal, wir mal nicht so negativ sein. Wir sind jetzt da. Haben jetzt nicht so das Megazimmer. Wir waren hier schon mal damals von der Kursfahrt aus, als wir auf dem Gymnasium waren. Und dementsprechend haben wir es nochmal genommen, weil hier alles so in der Nähe ist. Weil wir wissen, wie man irgendwo hinkommt. Das war uns wichtig und deswegen, wir sind ja auch noch ein paar Tage hier. Ich fange mal an, wir wollen nämlich so ein bisschen Haul machen. Wir waren heute nämlich hauptsächlich shoppen. Was haben wir denn vor dem Shoppen gemacht? Vor dem Shoppen lagen wir hier tot rum. Dann wollten wir was essen in der, wie heißt es? Westfield Mall, keine Ahnung. Da haben wir was gegessen und dann waren wir nur shoppen und jetzt ist es, keine Ahnung, 6:30 oder so. 6:10, also engländischer Zeit. Ja. Ja, ich möchte zuerst mal vom Wasser berichten. Wir haben uns am Flughafen Wasser gekauft von Volvic und ich weiß nicht, ich kannte das jetzt nicht. Hier steht nirgendwo drauf, dass es neu ist, aber hast du schon mal vorher gesehen? Nein. Ich auch nicht. Also ich habe jetzt einmal von Volvic Minze Gurke. Und du? Ich habe Apfel Zitrone. Genau, ich finde das schmeckt... Also ich mag generell Volvic sehr gerne als Marke. Als das stille Wasser mag ich von Volvic eigentlich am liebsten, noch vor Vittel. Auch diese Eistee, die so ein bisschen Geschmack haben, sind auch... Also ich mag die Marke eigentlich echt ganz gerne. Ich finde das Design erstmal mega schön.
Und ich habe dann Minze Gurke genommen, weil ich so ein Gurkenfreak bin. Ich nehme ja auch immer von Darf das Deo in Gurke, also keine Ahnung. Also wenn ich das aufmache, finde ich, riecht es so übertrieben nach Minze. Das würde meinem Bruder richtig gut schmecken. Deswegen ich mir gefällt es auch. Ich muss ihm das gleich mal zeigen, der ist Minz-Fan. Also dieser Geruch von Minze, das, nee, ist nicht so geil. Schmeckt ganz gut, aber ich glaube, ich würde lieber normales Stilles ohne Geschmack dann lieber kaufen. Also ich habe eigentlich nur Apfelzitrone genommen, damit wir beide was Unterschiedliches haben, weil genau die beiden gab es, also Apfelzitrone und Minze-Gurke. Mal Durst. Dann trink. Und ich fand das eigentlich ganz lecker. Also ich bin nicht so der Wasser-Fan, wenn wirklich nur stilles Wasser, also pur Wasser. Ich mag das immer lieber mit Geschmack. Und ich finde, es ist nicht zu übertrieben. Und ich finde, den Apfel schmeckt man jetzt nicht so wirklich. Aber ich finde auch, es schmeckt richtig krass natürlich. Also ich finde, es schmeckt kein bisschen künstlich oder so. Ich finde, es schmeckt wirklich richtig natürlich, als wäre vorher Gurke und Minze drin gewesen bei mir. Ja, genau. So als würde es da so über Nacht drin eingeweicht worden sein. Und ja, genau. Also an sich. Es hat aber am Flughafen 3,80 Euro gekostet. Also. Da hat auch ein O-Saft 6 Euro gekostet. Beziehungsweise 3,80 oder so. Ja. Nee, das war noch in München. Ach ja, schon, das war noch in München. Ja gut, aber trotzdem. Naja, dann lass uns mal erstmal mit dem Essen weitermachen, erstmal die Sachen abhaken dann. Wir waren gerade noch schnell einkaufen, weil wir dachten, so ein bisschen was hier zu haben ist vielleicht nicht verkehrt. Ein bisschen was, wenn man auch ein bisschen Hunger kriegt oder so. Und ja, fangen wir mal an. Einfach nur so für einen Snack, für zwischendurch, einfach gut zum Mitnehmen, einfach ein paar Äpfel. Genau. Ein paar so zum Abend, zum Snacken, ein paar geschnittene Karotten, weil Besteck haben wir nicht. Genau, naja, haben wir im Grunde jetzt schon. Ja, haben wir genug schön. Wir haben noch ein bisschen Plastikbesteck gekauft, genau. Genau. Hiervon haben wir 4 Stück gekauft. So Nudelsnack, Curry. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Wir testen mal. Wir haben nämlich hier einen Wasserkocher und dann dachten wir, das kann man ja mal zwischendurch essen. Genau, und dann haben wir einfach noch 2-mal stilles Wasser gekauft. Und Weintrauben. Weintrauben. Ein bisschen gesund muss auch sein. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht zu den spannenderen Sachen. Ich fange mal an, dann berichte ich euch auch gleich, was ich als nächstes tun werde. Und zwar fange ich an mit einer Blondierung gleich. Ja, ich habe die schon ein paar Mal blondiert, sieht man ja auch leicht, ne? Und jetzt habe ich nochmal eine Blondierung gekauft und die werde ich, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil ihr seht vielleicht, hier ist noch ein bisschen gefärbt und hier ist schon meine Naturfarbe, das habe ich schon ordentlich rauswachsen lassen. Und da muss ich, denke ich, sehr vorsichtig sein, weil wenn ich das auf meine Naturhaarfarbe gebe, wird es sofort mega blond. Und wenn ich das auf das Gefärbte gebe, wird es halt so wie hier. Und da muss ich gleich ein bisschen, ich denke, da muss ich gut aufpassen, dass ich nicht auf meine Naturhaarfarbe komme, sondern wirklich nur da, wo noch das Gefärbte ist, dass oben Natur bleibt. Und dann kommt nämlich das zum Einsatz. Und zwar blaue Haarfarbe. Ich habe eigentlich total sinnlos, weil ich zwar blaue Haarfarbe schon zu Hause habe, habe mir schon 100-mal gekauft. Aber jetzt in London musste ich es mir nochmal kaufen und dann mache ich das natürlich auch. Ja, und das ist jetzt geplant, dass ich das, also die Blondierung auf jeden Fall heute, ob ich das noch heute mache, weiß ich nicht, aber spätestens morgen früh eigentlich ist der Plan. Habe ich mir 2-mal gekauft, weil ich dachte, sicher, ne? Ja, ich hatte ja schon mal grün so in den Längen, also ich will die nicht komplett machen, sondern wirklich halt nur die Längen so und ich fand das ganz cool. Ist mal was anderes, ich mag es halt mit meinen Haaren verrückte Sachen anzustellen oder verschiedene Sachen anzustellen, weil es sind nur Haare, mein Gott. Kann man abschneiden, kann man überfärben. Also es ist alles nur halb so wild. Wächst nach. Ja, und es macht mir einfach Freude. Ich habe immer so Langeweile, wenn meine Haare immer gleich sind. Und die sind jetzt auch schon wieder einige Zeit so. Ihr seht, wie viel rausgewachsen ist. Von daher. Langweilt mich das wieder zu Tode. Dann muss ich mal wieder was Neues machen. Genau. Dann zeig du mal. Bleibt dran. Ihr werdet das Ergebnis dann später sehen. Genau. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Kosmetik weitermachen, habe ich mir von Revolution Make, also Make-up Revolution London, eine Palette gekauft, einfach nur mit so ein paar Basic-Farben, einfach nur gut für den Alltag. Kann man immer gut verwenden, sind alle Töne bei und die so kostet auch noch 4 Pfund. Genau, 4 Pfund. Das ist echt nicht und viel. Die soll nicht schlecht sein von den Swatches her. Also ich habe die nicht selber, aber ich wollte die letztens Jana schenken. Die ist auf jeden Fall, soll ganz gut sein, glaube ich. Wir werden vielleicht berichten, wenn Jacqueline die vielleicht morgen benutzt oder so, ne? Oder die Tage. Ja. Dann noch ziemlich lame, einfach nur ein Haarspray, weil hier ist es sehr, sehr, sehr windig und dann hält Haarspray ja die Haare immer so ein bisschen in Form. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen. Ja, machen wir kurz weiter. Okay, dann noch einen Highlighter von Elf, ein Baked Highlighter Moonlight Pearls. Den habe ich empfohlen. Ich kenne ihn gar nicht, aber ich habe ihn geswatcht und ich fand ihn toll. Also musste ich ihn kaufen, ich hatte gar keine andere Wahl. Ja. Der sieht so aus. Genau.
Und dann habe ich auch eine Sache da gekauft und das ist auch von Makeup Revolution. Wollte ich unbedingt den Concealer mal testen, weil es gesagt wird, dass der so ein Dupe zum Shape Tape ist. Und ja, ich dachte mir, naja, gönne ich mir. Ich glaube, der hat auch 4 Pfund oder 5 Pfund gekostet. Fand ich dann okay. Ich habe die nicht die hellste Farbe genommen, weil es gab, glaube ich, so ein fast weiß wirklich, meine ich. Und dann habe ich die andere helle Farbe halt genommen, weil hell geht immer, gerade beim Concealen, ne, immer ein bisschen aufhellen ist mal gut. Deswegen habe ich mir den gegönnt, den werde ich, denke ich, morgen mal austesten. Und dann, ich glaube, darüber freue ich mich am meisten, was ich hier gekauft habe. Wir waren in so einem Laden, der einfach übelst cool war. Ja. Da war alles irgendwie so mit wunderschönen Designs und so, dementsprechend auch ein bisschen teurer, aber es war halt irgendwie, es hat mich alles angesprochen so eigentlich. Tagebücher für Laptops, Taschen, Notizbücher, Planer. Ja. Dann wollten wir gerade gehen. Wir wollten gerade aus dem Laden und dann hat mich etwas angesprochen. Es gab nur noch eins davon und meine Devise ist immer, wenn es noch eins gibt, ist es Schicksal, dann muss man es kaufen. Sage ich mir immer. Und deswegen habe ich diese wunderschöne Kosmetiktasche gefunden. Und seht ihr, was da drauf steht? Alle meine Freunde wissen so, dass ich das mitnehmen musste. Weil, also es hört sich jetzt eingebildet an, aber so ist das nicht. Aber meine Freunde würden alle sagen, Laura, kauf die, weil da steht drauf Queen. Und dann steht da halt, wie das, also, wie nennen wir es? Wortlaut. Der Wortlaut, also wie... Wie man es ausspricht. Wie man es ausspricht. Und darunter steht dann die Definition und dann steht der Me. Und das ist so, das bin einfach so ich. Also diese Tasche hat einfach zu mir gesprochen. Und ich finde die halt auch voll cool, weil die hat 2 Fächer. Was, und erstmal, die Farbe ist halt auch einfach meins, ne, alle. Ihr wisst es eigentlich. Hat halt so 2 Fächer. Und da werde ich erstmal gleich alles schön einräumen. Und ich liebe die über alles jetzt schon. Hat 20 Pfund gekostet und das war es mir sowas von wert. Ich finde die so geil. Also wirklich, das ist einfach, spricht einfach meinen Namen, ehrlich. Ohne Witz. Ja, okay, du weiter. Ja, okay, dann waren wir natürlich auch nur so ein bisschen Klamotten shoppen. Wir haben hier nun mal hier direkt in der Nähe einen Shopping Center, da haben wir auch mal ein bisschen was gekauft. Ich fange jetzt einfach erstmal an. Mal so ganz grundsätzlich. Ich bin eigentlich eher so der legere, schicke Typ, der halt eher so Basic-Sachen anzieht. Ich finde auch, Jacqueline ist so ein Herbsttyp. Ich finde, alles, was Jacqueline trägt, erinnert mich an den Herbst. Also auch im Sommer. Wirklich, sie hat irgendwie immer so Herbstfarben, meiner Meinung nach. Sie mag so voll Bordeaux, so lila Töne, aber auch Orangetöne und Braun und sowas. Also alles sowas. Ja, sowas ist schon so, eher selten. Was so blättermäßig herbstlich ist. Also das finde ich, Jacqueline ist voll der Herbsttyp. Naja, auf jeden Fall. Und das spricht wieder dafür, also 100%. Also einfach nur so, das ist halt eine Bluse, die hier so ein bisschen offen ist, also am besten auch was drunter ziehen. Die ist hinten ein bisschen länger als vorne und hier vorne ist sie noch so überkreuzt. Das ist halt ziemlich basic, kann man noch gut für die Arbeit anziehen. Und da man da auch was drunter ziehen muss, habe ich mir einfach bei... Wie viel hat das denn gekostet? Hast du gar nicht gesagt. Entschuldigung. Also das war bei Primark und die hat 12 Pfund gekostet. Also ich finde, dafür kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Und dann eben auch passend dazu dann bei H&M 2 T-Shirts, also die kann man ja dann drunter anziehen, weil das ein recht großer Ausschnitt ist. Einfach nur einmal in Rot, Bordeaux, ne, meine Farben und einfach mal basic schwarz. Das war ein Zweier-Set, die haben zusammen jetzt 8 Pfund 99 Pence, 9,99 Euro in Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch bei Primark nochmal... Ja, gut, Bordeaux, einen Cardigan gekauft, einfach so einen richtig flauschigen Cardigan. Ich habe so einen nämlich in rosa, also ich glaube, das ist nicht genau der gleiche, aber der ist ziemlich ähnlich in rosa und den fand ich echt nicht schlecht. Der hat damals bei mir, glaube ich, so 12 Pfund oder so gekostet oder irgendwie sowas. Der hat 13 gekostet. Den finde ich richtig gut, also Qualität stimmt da trotzdem, also die habe ich auch schon vor lange. Ja, also kann man immer, und wenn es jetzt dann wieder kälter wird, einfach mal so auch als Jacke überziehen, finde ich dann ganz gut. Und als letztes einfach nur so, ja, auch für die gleichen Farben. Stimmt. Ja, so braun, beige, einfach nur so ein paar Socken. So 5 Stück für 2 Pfund 50 Pence, sagt man das so? Ich keine Ahnung. Socken brauche ich immer, das ist bei mir so fast einmal Ware. So, dann lege ich mal los mit Primark. Ich wollte mir eigentlich nichts mehr da kaufen, weil ich hatte schon genug gekauft, aber... Ja, wie das so halt ist, ne? Habe ich mir dann diesen Pulli hier mitgenommen. Der ist halt so grau. Und hat ja in den Ärmeln halt dieses Rosa. Das kennt man ja auch von vielen Bloggern und so. Gab's ja, ich weiß nicht, gab es den damals bei Zara oder so, so einen teureren? Jedenfalls so ähnlich. Und ich fand ihn jetzt einfach ganz cool. Hab gedacht, komm, kannst nichts verkehrt machen.
Ich habe sowieso letztens noch zu meinem Freund gesagt, ich habe irgendwie keine Sachen, so die man so für den Winter, so langärmliche Sachen wirklich richtig gute habe ich eigentlich nicht. Deswegen bereue ich es auf jeden Fall nicht, wenn ich ihn gekauft habe. Hat 13 Pfund gekostet. Und bei Primark habe ich mir dann noch Kuschelsocken gekauft. Auch in der gleichen Farbe wohlgemerkt. Ja, also nicht nur ich. Fast, ja. So Kuschelsocken für 1,80 Pfund. Und ja, haben halt so eine Farbe. Und da haben sie so eine Farbe. Und ich finde, die kann man immer gut gebrauchen, weil ich habe schon 3 Kuschelsocken, aber ich liebe die über alles. Weil wenn ich creme halt immer nach dem Duschen meine Füße ein. Und danach ziehe ich auch sofort die Kuschelsocken an und dann beste. Beste Leben! Ich sag's euch. Dann geht's Laura gut. Und dann, hier ist auch das Plastikgeschenk. Ach so, hier ist die ganze Scheiße noch drin. Ja, jetzt wissen wir es. Dann war ich nur noch bei, bei Pink, also die Untermarke von Victoria's Secret. Und da habe ich mir noch einen BH gekauft und also und passendes Unterhöschen dazu. So sieht der BH aus. Ich finde es voll schön, weil er hier diese Dinger Bänder, noch hat. Bänder. Deko. Genau. Der ist, hat auch Push-Up. Ich habe eigentlich nicht so viele Push-Up-BHs, weil, ja. Brauchst du nicht. Brauche ich auch eigentlich nicht. Aber der hatte das jetzt halt, ja. Meine Oma kommt immer so an. Jetzt so voll. Ja, voll TMI hier, too much information. Nee, meine Oma kommt immer an, also wirklich voll oft. Dann kommt sie so an, guckt mir so einen Ausschnitt und sagt so, hast du schon wieder Push an? Und greift mir so an die Brust und ich denke so, Oma, ich habe keinen Push an, das ist halt einfach so. Und dann greift sie mich und ich so, oh, Oma, das fragst du jedes Mal. Das ist mir so nicht peinlich. Ja, da kannst du es wenigstens mal berechtigt fragen. Ja, auf jeden Fall, da kam ich gerade drauf. Hast du schon wieder Push an? Und ich habe, glaube ich, wirklich nur höchstens 2 Push-Up-BHs, ich glaube eher ein. Ja, naja, auf jeden Fall finde ich das total süß mit dem Blümchen so. Und dann halt noch diese Bänder finde ich richtig, richtig toll. Ich habe noch nicht angezogen, aber ich gehe mal davon aus, der passt. Und dazu dann passend natürlich noch ein Höschen. Genau, ja, ich denke auch, ich bin bescheuert. Genau, das war's. Ich glaube, mehr haben wir nicht gekauft, oder? Nö, das müsste es gewesen sein. Reicht auch. Ja, von ersten Abend. Reicht. Genau, das ist jetzt heute der heutige Abend. Ich werde mir, wie gesagt, jetzt anfangen, gleich die Haare zu machen. Und das war ein langer Tag für mich. Ich glaube aber auch für uns beide. Ja, für uns beide auf jeden Fall, ja. Und genau. Du bist jetzt Zug gefahren und ich Auto heute Morgen. Und ja, morgen ist dann der Football-Tag. Wir wollen vorher noch ins Hard Rock Café. Da möchte Jacqueline sich gerne einen Oberteil wahrscheinlich kaufen. Ne? Für meinen Freund. Ach, für deinen Freund kaufen, okay. Und ja, danach geht es dann zum Football. Da wollte ich noch die Karte verschachern, die ich noch habe. Oh, ich wollte eigentlich noch einen Stift haben. Das kann man ja noch morgen da kaufen. Dann haben wir den Laden direkt nebenan. Ja, da kommen wir noch. Genau. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, morgen erst wieder. Hallo zusammen, heute ist Tag 2. Und nämlich der Sonntag und heute ist Game Day. Yay! Ihr seht's. Seahawks rocken das Ding heute gegen die Raiders. Und ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ihr seht vielleicht, ich habe gestern Abend noch ein bisschen mehr blondiert. Also es war ja schon ein bisschen so blondiert, aber ich glaube, man sieht schon, es ist erstmal wieder ein Stück höher und unten noch ein bisschen heller. Das ist heller geworden, also alles noch ein bisschen. Ich finde es ganz gut geworden. Ne, wir brauchen Friseur, also ich nicht. Und ja, wahrscheinlich blau wird es, denke ich mal, heute Abend. Das steht aber noch nicht ganz fest, aber vielleicht. Und ja, jetzt machen wir uns gleich auf den Weg. Ich muss hier gerade noch ganz bisschen Ordnung schaffen und gucken, was ich mitnehme. Und dann machen wir uns auf den Weg und fahren erstmal irgendwo hin, mal gucken. Jacqueline will ins Hard Rock Café. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es gerade ist. 10.18 Uhr. Ja, dann ist es auch gar nicht mehr so lange bis zum Spiel. Weil um 15 Uhr wollen wir eigentlich vor Ort sein. Weil da gibt es noch was zu kaufen. Ein bisschen Merchandise, da würde ich gerne mal schauen. Und ich muss ja auch noch die Karte verkaufen, das heißt, ich muss gerne einen Block und einen Stift kaufen, das haben wir gestern mal wieder verpeilt. Von daher wird das heute erledigt und dann das Spiel und ich freue mich sehr, aber ich kann euch leider so in der Form nicht mitnehmen, also nicht mit der Kamera. Ich nehme auch mein Handy mit und werde ein bisschen was filmen, aber es wird nicht allzu viel sein, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau, und dann sehen wir uns wahrscheinlich, ihr seht gleich das Spiel und ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. So, kurzes Update nochmal gerade. Ich habe es gerade gefühlt, es passt so gut zum Outfit. Diesen Lippenstift zu tragen, das ist von Essence einer. Den finde ich ganz gut, den habe ich schon öfters mal drauf. Gibt es sie eigentlich noch? Ich glaube schon, oder? Gehen die aus dem Sortiment? Ich bin mir gerade
Ich glaube, die ging schon aus dem Sortiment. Aber egal, ich sag's so trotzdem. Das ist der Matte Vibrant Shock in der Farbe 09. Und ich finde ihn sehr schön. Ich bin halt ein bisschen special, ihr wisst es. Und den nehme ich mit, damit ich den nachher noch ein paar Mal auftragen kann. Also der sitzt an sich so ganz gut. Aber man muss den natürlich nach dem Essen und so schon nochmal nachtragen. Genau, und den nehme ich jetzt mit. Und jetzt, bis später. Heute ist der letzte Tag angebrochen und zwar ist es Montag. Morgen früh um 3 Uhr werden wir abgeholt, also im Grunde heute Nacht so. Und wir machen uns gerade auf den Weg zur U-Bahn und dann machen wir so ein bisschen Sightseeing, also Big Ben und London Eye und was nicht alles dazu gehört. Ja, das ist heute Plan. Ansonsten wollen wir noch Fotos machen, wenn es klappt. Es ist nicht das beste Wetter, aber es regnet wenigstens gerade nicht. Das Spiel übrigens war gestern richtig geil. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Ja, mein Arm wird gerade richtig schwer. Ich bin irgendwie bei dieser Kamera immer so nah dran, das ist auch ungewohnt. Aber was soll's. Da ist die Jacqueline. Ja. Ich melde mich später nochmal, wenn es was Neues zu berichten gibt. Ich habe ja irgendwie auf der Rückreise gar nicht mehr gefilmt.
keine Ahnung, war alles ein bisschen stressig, hat dann letztendlich alles so gut geklappt, relativ. Und ich wollte euch jetzt eigentlich das Ergebnis zeigen, weil das habt ihr ja noch nicht gesehen mit den blauen Haaren jetzt. So ist das jetzt geworden, ich finde es ganz schön. Auf dieser Seite ist irgendwie nicht so blau wie da, keine Ahnung warum. Ich habe es heute sogar nochmal auf dieser Seite allein nur nachgefärbt. Hat irgendwie nichts gebracht, keine Ahnung warum. Ja, das wollte ich euch eigentlich gerade nur zeigen. Jetzt geht's Shisha und dann nehme ich euch wieder mit. Und ja, da muss ich morgen schon wieder arbeiten. Ich habe überhaupt gar keine Lust, aber bringt nichts.